fühlst du dich manchmal auch, dass du gar keine Energie hast und dass du einfach ausgebrannt bist und dass es irgendwo so nicht weitergehen kann. Es geht darum, wie kann man sich selber weiterentwickeln und wie kann man die Probleme, auf die man stößt und mit denen man immer wieder zu kämpfen hat, auch wirklich erfolgreich lösen. Denn wir wissen vom Mindset, dass es im Grunde genommen immer so ist. Du bist zu einem großen Teil programmiert durch deine Sozialisierung, durch deine Familie, alles, was dich ausgezeichnet hat, die Schule und die Arbeit und so weiter. Das ist gut. Vieles hat dich dahin gebracht, wo du bist. Aber jetzt ist die Frage, wie kannst du ausbrechen? Wie kannst du aus diesem Kasten ausbrechen, um eine bessere Version zu sein von dir? Und ein Event, das wirklich diese Frage behandelt, wie kannst du erstmal dich selber weiterentwickeln und wie kannst du ein neues Ich sein, das ist das Joe Dispenza Weeklong Retreat. Und das findet hier gerade statt in Cancun in Mexiko. Und ich habe das Glück, hier dabei zu sein und selber als Teilnehmer das zu erfahren. Also ich wollte dir kurz einen Abriss geben, was ich hier so erlebe und wie es für mich so gelaufen ist bisher. Lass mich mal kurz erklären, welche drei Dinge hier bei dem Event wirklich interessant sind. Das erste ist natürlich das Thema Meditation. Du gehst richtig rein in das Thema, fokussier dich auf, ja, mal was Neues. Nicht dein Problem, sondern raus aus dem Problem und fokussier dich mal, wie Joe Dispenza sagt, auf gar nichts, auf keinen Platz, auf keine Personen und auf auch keine Zeit. No time, no space, no one. Das ist schon mal für viele von uns ein mega Ding, weil wir haben ja immer irgendwas zu tun. Bei uns ist immer das Handy am Klingeln, beziehungsweise wir haben immer irgendwelche wichtigen Sachen zu tun. Also schon mal, das ist echt eine Herausforderung. Und dann geht es um die Frage, die richtige Meditationstechnik. Wie kannst du auch von der Atmung her dahin kommen, dass du wirklich für dich einen anderen Bewusstseinszustand erreichst? Warum ist das überhaupt wichtig? Weil du von diesem Bewusstseinszustand eben anders wahrnehmen kannst. Normalerweise sind wir in dem vorderen Gehirnlappen hier immer beschäftigt, alles abzugleichen. Was ist die Umwelt, diese dreidimensionale Welt? Hier kommt jemand, da höre ich was und so weiter, muss ich reagieren. Und einfach mal die Aufmerksamkeit wegzunehmen und zu sagen, hey, was möchte ich, was sind die Dinge, die ich mir wirklich kreieren möchte, was sind die Ideen, die ich anziehen möchte, das ist das Zweite. Warum wir auch eine spezielle Meditationstechnik brauchen, die eben Joe Dispenza auch drauf hat und vermittelt. Und wenn wir jetzt weitergehen von dem Thema Meditation, dann ist das nächste Ding, dass immer wieder Quantenphysik reinkommt und also auch Vorlesungen im Grunde genommen, wie es eigentlich dazu kommt, dass man sich dann wirklich verändern kann. Und Quantenphysik ist also für mich ein absolut neues Thema gewesen. Ich habe noch nichts darüber so richtig gewusst. Um was es immer geht, ist es, dass man eben sehen kann, es geht nicht darum, dass man jetzt eine Zeit überwindet, sondern wenn man möchte, kann man, wenn man mit der richtigen Frequenz, deshalb hier Make Energy Matter, mit der richtigen Energiefrequenz drangeht und mit seinen Gefühlen letztendlich, dass man dann einen Zustand schafft, der die Situation praktisch anzieht. Und das kann man aus der Quantenphysik erklären. Und das ist nichts anderes als das, was wir auch hören bei anderen Mindset-Coaches. Und ich möchte da einfach den legendären Bob Proctor nennen, der es ja auch schon mit dem Law of Frequency beschreibt, dass du erst einmal in den emotionalen Zustand reingehen kannst, um dann die Dinge anzuziehen. Also nicht, wie wir es wissen, was wir in unserer Arbeit, was wir in unserer Schule, was wir in unserem Leben gelernt haben, dass wir wissen, wir möchten etwas erreichen, deshalb müssen wir etwas tun, um etwas zu haben und dann um etwas zu sein, sondern wir starten mit dem Sein, wir starten mit dem Zustand und wir tun etwas in dieser Frequenz und ziehen es dann an. Und das ist also das speziell Interessante, wo eben auch hier ein Gleichklang besteht mit dem, was auch Joe Dispenza sagt und was er lehrt. Und das ist also hier die Quantenphysik. Und lass mich noch auf ein anderes Thema kommen. Es ist nicht immer nur, geht nicht immer nur um uns. Klar, jeder kommt hier, weil er eine spezielle Frage hat, weil er weiß,
Es ist eine Sache, ich habe es immer wieder probiert, aber ich bin einfach nicht weitergekommen. Deshalb sind viele Menschen hier. Aber es sind auch viele Menschen hier, die nicht mehr weiterkommen, was ihre Gesundheit angeht. Also diese Menschen sind eigentlich mit ihrem Latein am Ende und haben eine gesundheitliche Situation, die manchmal sehr stark ist, die sehr einschränkend ist und die vielleicht auch schon, ja, sie zum Aufgeben verleitet hat in den meisten Fällen. Und die hierher kommen und eine Heilung suchen und in vielen Fällen auch finden können. Und das ist sehr spannend, weil es nicht nur jetzt eine Person einschließt. Es gibt jetzt also keinen, Joe Dispenza ist jetzt nicht hier der Heiler, sondern Joe Dispenza nimmt diese Quantenphysik-Idee und bringt dazu, dass viele Menschen, die hier Teil sind, auch zu Heilern werden können, indem wir nämlich ein Frequenzfeld schaffen. Hört sich jetzt also mega unglaublich an, aber im Grunde genommen alles erklärbar durch die Quantenphysik, indem man dann diese Frequenz verändert und Menschen helfen kann, zu heilen und in eine andere Frequenz zu kommen. Und diese Frequenz kann dann den Körper von innen heraus heilen. Und es sind so viele Beispiele, die mittlerweile erklärt werden und erzählt werden. Und wir haben immer wieder diesen Abgleich mit der Wissenschaft, die so spannend sind, auch dabei zu sein. Also ich war selber dabei gestern bei einer Heilung, bei Coherence Healing heißt das Ganze. Und man ist wirklich Teil von einer Energie, die man schwer beschreiben kann. Man ist selber unheimlich berührt. Also ich habe wirklich geheult, als wir praktisch draußen eine Meditation gemacht haben, bis wir dann reingegangen sind. Und wir konnten eben also schon vorbereitet jemandem Energie zusenden, der eigentlich eine sehr schwierige Gesundheitssituation hat und überwinden muss. Und natürlich kann man jetzt hoffen, dass das weitergeht, beziehungsweise auch aktiv die Frequenz senden. Und ich bin gespannt, was für viele Leute bedeutet. Also man sieht bei vielen Meditationen, vor allem die sogenannten Walking Meditations, dass da Leute eine Revolution erleben, dass Menschen hier einen Fortschritt erleben, den man nicht mit regulären medizinischen Erklärungsmethoden beschreiben kann oder erklären kann erst einmal. Da geht es also wirklich wieder um das Thema, die Frequenz bedeutet, dass am Ende der Körper sich heilen kann und heilen darf. Ja, und das war's soweit hier vom Cancun Weeklong Retreat mit Joe Dispenza. Ich habe das Video einfach deshalb gemacht, weil es für mich mega spannend ist, diese zwei Aspekte zusammenzubringen, das Broadcasting und der Technik. Ihr wisst ja, bei mir geht es viel um das Thema Technik und wie kann man jetzt seine Ideen rausbringen. Und das beinhaltet natürlich, dass wir die richtige Kamera haben und dass das alles gut funktioniert. Aber es ist nicht nur die Technik, sondern es ist auch deine Energie, mit der du schwingst und mit der du rausgehst. Und schon die Frage von Joe Dispenza, die kommt schon von länger her, what energy are you broadcasting at? Und das bedeutet eben, welche Energie hast du und kannst dann auch das Event und das Ereignis anziehen, das du gerne möchtest. Und das ist, finde ich, hier super interessant, dass hier eben beide Aspekte zusammenkommen und das macht absolut Sinn. Und falls du dich jetzt gefragt hast, das Event schaut interessant aus, würde mich auch interessieren, ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen. Ich habe jetzt mega viel gelernt. Ich bin jetzt natürlich auch gespannt, was bedeutet das für mich im längeren Zusammenhang. Habe ich jetzt hier einen mega Schritt gemacht zu meinen persönlichen Zielen? Ich weiß es nicht. Also es ist auch das Thema, dass man sich auch relaxed reinbegeben darf, wie das Motto auch dieses Events heißt. Nicht nur Make Energy Matter, sondern auch Relaxed Heart and an Awake Mind. Und das ist so das Thema, also sei mal entspannt im Herzen, fühl mal hier die Frequenz, wo man sagen kann, okay, all you need is love, Frequenz der Liebe und zieh dann die richtigen Events an. Und sei aber auch jetzt kognitiv mit dem Besten dabei. So weit, so gut und das ist der kleine Bericht hier aus dem Weeklong Retreat. Wenn du noch Fragen hast, dann lass einfach einen Kommentar da. Mich würde es freuen, wenn dich das in einer Weise inspiriert hat, auch über so ein Event nachzudenken, beziehungsweise wenn es dir jetzt Gewissheit gibt. So weit, so gut und ich wünsche dir alles Gute.